Hallo zusammen, das Adidas-Event ist da, Numbers Up. Und es kommt darauf an, was man für einen Schuh anhat. Der Wert wird geboostet. Bei Mats Hummels zum Beispiel sehen wir, das wird das Passen geboostet. Bringt nichts, weil mit Tempo, was er da bekommen wird, er wird auf 61 und 62 noch gehen. Kannst du niemals spielen. Ist schade, aber ist halt so. Militao sieht dafür richtig gut aus. Bringt natürlich beim Dribbling als Verteidiger auch nicht so viel. Joao Felix hat diesen Adidas X und das gibt Tempo. Und das scheint für mich aus meiner Sicht das Beste zu sein, weil er kriegt mehr Tempo, hat jetzt eine vernünftige Karte, eine 88er, die wirklich gut aussieht. Und wir schauen uns mal das gesamte Team an. Müssen wir ein bisschen überladen. Aber hier schauen wir uns das mal an. Ich irgendwas falsch gedrückt? Nee, das Team der Woche. So. Da sehen wir Hummels, Weiß und Diawara kriegen Passen. Dann Ter Stegen, das ist egal. Eder Militao und Neuhaus kriegt Dribbling. Neuhaus auch zu wenig Tempo. Felix, Jota, Reyna, Dembélé und Reguilón kriegen entsprechend Tempo. Das ist für ihre Position definitiv ein Vorteil. Dann schauen wir mal noch, ob es SBCs dazu gibt. Ich denke mal nicht. Oder doch? Ach, Marco Asensio hat eine SBC bekommen. Ja. Schauen wir mal, was wir dann sonst noch haben. Vielleicht haben wir unter Ziele noch einen, den wir spielen können. Ja, den Bergwein. Der sieht auch so schon ganz gut aus mit 92 Tempo und 86 Dribbling. Könnte man also durchaus spielen, müsste man nicht so viel machen. Also, 5 Partien, das schaffen wir schon. Also, viel Spaß mit den neuen Karten. Bis dann. Ciao, ciao.